Diese Woche wollen wir das leidige Thema für viele Eltern, nämlich die Sommerbetreuung ihrer Kinder, der Landesregierung erneut aufs Tapet bringen und sie zum Handeln auffordern. Auch wenn die Einschreibungen für die Sommerbetreuung 2023 natürlich längst gelaufen sind, der nächste Sommer kommt bestimmt und man sollte jetzt schon die Weichen für den Sommer 2024 so stellen, dass eine bessere Sommerbetreuung der Kinder möglich ist, dass eine Betreuung aller Altersstufen möglich ist, eine flächendeckende Kinderbetreuung über die langen Sommermonate möglich ist, dass sich gerade auch Alleinerziehende oder auch jene Familien, wo beide Elternteile berufstätig sind und einer Arbeit nachgehen, dass diese auf jeden Fall den Vorzug erhalten. Die Probleme in diesem Bereich sind vielfältig. Zum einen fehlt es oft an Personal, zum anderen fehlt es an der Kontinuität der Betreuung. Es fehlt ganz oft noch an der zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten, von Strukturen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man jetzt diesen Sommer nutzt, dass man beobachtet, dass man Erkenntnisse dieser Monate jetzt vertieft, eine tiefgründige Analyse auch macht, was Plätze anbelangt, Betreuung, Personal und so weiter, finanzielle Möglichkeiten, um dann für den nächsten Sommer ein Gesamtkonzept mit allen Betroffenen zu erstellen, damit die Sommerbetreuung für berufstätige Alleinerziehende, aber auch berufstätige Eltern in Südtirol nicht mehr Angst und Panik auslöst, denn die Zeiten haben sich geändert. Wir leben nicht mehr wie vor einigen Jahrzehnten, wo Frauen noch nicht gearbeitet haben, wo Kinder teilweise von den größeren Geschwistern betreut wurden oder wo die Großeltern noch praktisch auf die Enkelkinder geschaut haben. Es ist eine andere Realität und dieser Realität muss die Politik endlich Rechnung tragen, in die Augen schauen und die Weichen so stellen, dass Sommerbetreuung kontinuierlich vom Beginn bis zum Ende ermöglicht wird.